Ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Minecraft and Friends. Ja, der Andrena baut sich hier so ein cooles Baumhaus. Hi, Hallo. Gut, wir hi. machen Und gleich mal ich finde, das weiter. sieht mit den grünen Scheiben, das sieht echt cool aus. Das ist schön. Das passt der Grünton passt halt ganz gut zu den Akazienblättern, Ja. finde ich. Absolut. So, dann ist das. Der Block hier kann auch wieder weg. Der ist sowieso im Weg. So, natürlich gewachsen. Hier könnte man. Hier glaube ich, mache ich mir mal kurz eine Sitzecke hin. Dann kann Ja. man sich. Kann man hier. Ah, ich habe wieder keine. Hast du noch Akazienholzstufen da? Nee, ich habe keine Stufen mehr da, nein. Dann mache ich mal kurz ein paar neue. Ganz schnell mal. Die Werkbank hier am Ende des langen Weges. Das war jetzt Quatsch. So, einmal so, nochmal vier neue Treppen. Fünf habe ich jetzt. Ein Tisch. Da habe ich noch einen Zaun und eine Platte. Da, Tischplatte ist Druckplatte, oder? Wie war Also das? ich nehme Wolle als Tischplatten, weil ich da dann halt auch wieder die Farben aussuchen kann, ne? Ich Ah, nehme okay. lieber Wolle. Also wie macht man denn Wollplatten? Wie macht man denn Du das? machst, ach, Teppich, machst du einfach zwei Ah, okay, nebeneinander. Also Teppiche, nimmst die klar. Wolle, Natürlich. genau. Natürlich. So, Und ich da brauche. kannst dann halt die Farbe ja deiner Wahl dann aussuchen, Ja. weißt, so dass es dann zu deiner Einrichtung passt. Natürlich, natürlich. Also, gehen wir hier noch ganz Weil die fix hoch. Druckplatten haben die ja leider, haben die die, das ist ja egal, aus welchem Holz du die machst, ne? Die Farbe ist halt immer gleich und dann, also. So, dann da ein Tischchen hin. Leute, Guck ein mal, siehst Zaun. du. Zaun. Brenn dir mal noch ein paar Blumen, falls du Blumen da haben willst nachher. Oh, sehr Oder schön. so. Da kommt noch eine Tischplatte drauf. Und auf der anderen Seite machen wir das, lassen wir das mal. Hier müssen ja, da muss man noch hoch können. Hier setze ich gerade noch mal ein bisschen. Ah, Karzenholz habe ich gerade verbraucht. Da kommen wir Karzenholzblöcke hin. So. Dann ist das unsere Aussichtsplattform. Hier muss ich noch eine Stufe haben. Kann man hier so runter gehen. Das ist aber irgendwie nicht ideal. Nee, nicht wirklich. Glaube ich, setze die Treppe ein, versetze die Treppe um einen. Ja, das mache ich auch. Da und da weg. Treppe hier einmal. Die nehmen wir uns nochmal. Packen sie hier hin. Na, auch nicht richtig. So. Einmal da, da ein. Ach, jetzt komme ich da nicht hoch. Da noch ein Block und da die Treppe. Oh, das ist ja perfekt. Das sieht ja perfekt aus. Gut, Und jetzt dann die. können ein paar Ziegel vor sich hin brennen, sozusagen. War zwar der festen Überzeugung, ich habe noch welche, aber ja, so ist das immer, ne? Genau. Jetzt brennen sie. So, ich mache den Baum hier noch, die Baumkrone noch ein Stückchen größer, dass sie richtig schön rauswuchert. Ja, so sieht das auf alle Fälle dann, also von außen garantiert, weißt du, weil du hast so Baum und dann ein bisschen Etage und dann wieder Baum. Und das ist schon cool, auf jeden Fall. Das Ja, denke ich, das passt schon echt ganz gut so so. ein bisschen in die Natur gebaut. Ja. Hier ist aber irgendwas falsch. Wieso? Ach, hier muss ich noch einen mehr dran setzen. So. So So, müsste es ich habe sein. jetzt schon mal ein Bild rangesetzt an dein Baumhaus. Aha. Da kommt dann nämlich dein Avatar hin. Okay. So. So, jetzt muss ich leider noch mal. Ich brauche noch mehr Akazienblätter. Okay, Der wird. warte, ich habe. Ach so, jetzt ist es natürlich in Oder the habe ich. night, ne? Ich gucke mal, ob unten noch welche sind und ansonsten. Schau mal, vielleicht sind ja unten in der Kiste auch noch welche. Da ja welche rum. Eiche, Fichte, Akazie, ja, hervorragend. Sieben Stück, also da werden wir noch mal sammeln müssen, vermutlich. Okay, ja. So, hier muss noch was weg. Da, da und da. Der kommt noch mal weg. So, in der Art Habt soll ihr die es da sein. mal hingesetzt und Ja, dann gehe wunderbar. ich mal noch was einsammeln hier. Ein bisschen Power hat meine Schere noch, sagt sie, das wird wohl reichen. Super. Nee, der muss weg.
Das ist richtig, so ist richtig, okay. Dann setze ich nämlich noch ein zweites quasi. Ne, wo ist er jetzt hin? Ah, okay, ich hab's schon wieder verbraucht. ich komme nochmal mit dir mit. Ich brauche nicht auch noch Akazienholz. Ja, das wäre unten sonst notfalls auch noch in der Kiste, ne? Also Okay. da ist Holz noch drin. Dann gehe ich da mal kurz hin. Holz. Die Holz, Eulen da. ist. Akazienholz, perfekt. Die 17 nehme ich mir nochmal mit. Dann hier Creeper in hoch. meinen Schweinen, ey, das ist hier wirklich. Ja. Dann muss einfach mehr So. ausleuchten. Das ist Ja. ganz blöd. Ja, normalerweise stören die mich ja im Schweinestall nicht so. Weißt du, also da sollten Okay. sie dann ja irgendwann auch mal wieder verschwinden, nach Möglichkeit. Ich muss aber ehrlich sagen, ehrlich gesagt gefällt es mir jetzt gerade so unsymmetrisch tatsächlich nicht. Ich mache es jetzt doch symmetrisch. Ja, das ist auch zum Hinstellen von Sachen dann einfach ja ein bisschen So. prima. Ja, da unten noch ein Korn. So. Perfekt. Da noch ein und da. So, die Fensterscheiben. Da sind sie. Perfekt. So. Die Sitzecke mache ich noch ein Stückchen größer. Hopp. Sitzecke. Da, Stufe. Komm mal her. Und noch einen zweiten Tisch daneben. Wo ist er denn? So. Hier wieder hoch. Hopp. So. Ganz schnell. Oh, ich muss wieder was essen. Das vergesse ich immer wieder. Ja, aber man hat auch so viel Hunger, oder? Also ich finde auch, das ist einfach. Ja, das ist ja im Creative Mode noch relativ easy. Oder nee, du bist ja gerade im Survival Mode, oder? Ja, Wo ja. sind wir hier? Genau. Ja, ist Survival. So, Wolle wollte ich haben. Da nehme ich doch. Ach, nehme ich nochmal hellgrüne. Hast du schon hellgrüne Wolle für mich mitgebracht? Nee, ne? Nee, hellgrüne Wolle müsste aber unten sein, auf jeden Gut. Fall. Ich nehme, glaube ich, die grünen nehme ich einfach. Muss mal gucken, da ist hellgrüne und dunkelgrüne Wolle auf alle Fälle unten drin. Wie mache ich jetzt einen Teppich? Einfach drei nebeneinander oder Zwei sogar, nur zwei? zwei musst du Ah, okay. nebeneinander machen. Da kommen Dann dann drei Teppiche raus. habe ich so genug. So, wieder hoch. Schwupp. Also 50 Akazienblätter habe ich jetzt. Ja, das sollte reichen. Damit Nochmal. sollte ich hinkommen. Das reicht dann jetzt auch. Okay, hier jetzt noch den Teppich drauf. Schwupp. Komm. Teppich. Oh, das war ein Leck. Teppich, Teppich. So, Sitzecke hier. Perfekt. Kann man sich hinsetzen und schön nach draußen gucken. Mit Blätterdach. Sieht von außen so cool aus, ey. Das Ja? ist total cool, ja. Freut mich. Soll ja auch schön aussehen, wenn es mit deinem, wenn, mit, wenn, wenn es hier dein Haus schon bebaut wird. Soll es ja auch schön aussehen, ne? Ja, auf alle Fälle wird es, ich denke, weißt du, wenn dann, stell vor, da waren dann 20 Leute zu Besuch. Also Oh es wird so ja. richtig, Oh ja. so bunt wie das Leben einfach, ne? Ich mag das einfach so unkonventionell. Ja, natürlich. Entspricht schon meiner Natur. Guck mal. Perfekt. Bitte Jetzt sehr. hast du selber wieder eingesammelt. Das ist schlecht, ja, ich brauche die gar nicht hier. Hast du wieder selber Also eingesammelt. bitte. Will Werft die doch ihn. gar nicht. Jetzt habe ich sie. Jetzt aber. Sehr So. gut. Dann gucke ich mal nach den Bohnen noch. Habe ich noch einen Satz Treppen? Nein. Okay, Treppen. Ja, was man so an Stufen verbraucht, weil die Dinger brauchst du für alles, ne? Also Treppen. Also ich meine, ich habe das Wohnzimmer oben, habe ich ja mit Wolle und Stufe gemacht. Das habe ich ja nicht mit Treppen gemacht. Aber so Ja. Sitzecken und so. Hast du jetzt Absolut. grüne Wolle schon oben oder Habe ich schon, brauchst du noch? hab ich mir schon Hast alles du, hast geholt. du. Das ist Okay, alles alles schon klar. da. So, und hier kommt dann mein Wohnhaus quasi, also mein Wohndomizil quasi hin. Jetzt wird hier erstmal
ganz fleißig werden hier noch die Dinger hingesetzt. Ist da noch ein und da noch ein. Sag mal, wie lange machst du jetzt eigentlich schon Let's Plays? Das hat mich mal, würde mich mal interessieren. Ich mache jetzt Let's Plays seit Juli 13. Ah, okay. Also jetzt schon länger als ein Jahr. Ja, Oh, ja. nicht schlecht. Lang, ne? Aber die Zeit ist total schnell rumgegangen irgendwie. Ja, klar. Das ging irgendwie so flott und irgendwie ist auch immer wieder, ich glaube, deswegen macht mir das auch so einen Spaß. Es ist immer wieder so ein bisschen was Neues. Ich gehöre so zu den Menschen, wenn ich was eine Weile gemacht habe, langweilt mich das dann irgendwann. Ja, und dann wechsle ich das Hobby im Normalfall wieder. Ich habe jetzt aber bei Let's Plays nicht den Eindruck, dass ich da irgendwie was wechseln müsste, weil das einfach, ja, ist halt immer wieder was anderes. Du lernst immer wieder andere Leute kennen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du zockst immer wieder andere Spiele, ne? Also das kommt ja auch dazu. Du machst ja doch immer so ein bisschen was anderes auf jeden Fall und das gefällt mir schon. Wie lange machst du das jetzt? Oh, noch gar nicht so lange. Ich mache es jetzt seit 6 Monaten, glaube ich. Okay. Also, oder ich bin im Juni angefangen. 5 Monate sind es. 5 Monate. Ja, okay, aber das ist doch auch schon, also. Ja. Ach, jetzt will das nicht. Komm schon. Und man lernt halt auch echt, man lernt so viele Aua. nette Leute kennen, finde ich. Also man lernt auch Ja. immer so ein paar Deppen kennen, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, natürlich, aber im Großen und Ganzen lernt man nette Leute kennen, das finde Ja, ich das gut. stimmt. Hä? Jetzt ist das ganze Ding wieder unsymmetrisch. So, du Ich. hast hier, ah, das ist ja cool, das ist ja hier so eine Küchenessecke sozusagen, so eine Eckbank und dann, Ja. ah, sehr cool, ja. Okay, ich lasse es jetzt auch unsymmetrisch. Das ist jetzt gerade. Das bleibt jetzt so, wie es ist. Bevor ich hier noch dreimal das ganze Ding umbaue. Na, das muss jetzt so bleiben, wie es ist. Das ist cool hier. Habe Schön. ich hier jetzt alles? Das ist hier alles fertig. Jawohl. Das sieht gut aus. Ah, da fehlen. Da habe ich es noch verbaut. Wo ist es? Da ist das Akazienholz. Oh, mein Inventar ist schon wieder so voll. Das ist. Ja, das geht aber auch viel zu schnell. Also, ich weiß ja auch nicht. Du könntest mir die grüne Wolle geben, wenn du Ah, haben okay. willst. Dann. Nee, ich hab mir nur den Teppich mitgenommen. Ich habe die Wolle unten gelassen. Ach so. Ja, ich nehme auch. Hast du noch grünen Teppich? Ich würde auch den Zwei Teppich St nehmen. Ich würde. Ja, ich wollte Ja. oben ja auch noch mal ein Tischchen Ach so, hinbauen, warte glaube dann. ich. Nicht abstürzen hier. Weil ich würde dann hier nämlich noch einen Teppich legen auf der Brücke. Oh, Der Brücke zum schön. Baum. Das ist schön. Hole ich mir mal. Ja, die Wolle muss doch hier irgendwo rum. Aber ich glaube, die Nee, Plattform nicht. oben, die mache ich jetzt nur mit erstmal mit Slabs. Dann erstens brauche ich weniger Material. Und zweitens sieht es dann noch mehr nach Baumhaus aus. Hier nochmal ein bisschen Zaun, damit man nicht runter. Ne, das war falsch. Ein bisschen Zaun, damit man nicht runterfallen kann von meinem Baumhäuschen. Mit dem eingebauten Aber Baum. findest du auch, dass die den Fuchsbau im Film schon relativ cool umgesetzt haben? Ich fand den total Ja, toll. absolut. Das ist absolut richtig. Der Harry Potter, also der Weasley-Fuchsbau, das ist sehr gut. Ich muss mal ehrlich sagen, meine Lieblings-Fuchsbau-Szene ist immer noch, wenn im zweiten Teil, glaube ich, als Ginny dann runterkommt und Harry sieht. Und total perplex ist, Ja, ja. weil Harry dann da sitzt. Weil Das. ich mag die Weasleys halt sowieso total, ne? Ich finde die einfach so nett. Ich mag die Mama Weasley halt auch so sehr, weil es ist halt so eine richtige Mutti. Ich finde den Fuchsbau einfach echt grandios. So, da ist noch ein bisschen was. Ich wollte jetzt nicht so viele Zäune bauen, aber so ein bisschen machen wir da noch. So. Bisschen, ja, da irgendwie passt es hier noch nicht. Ah, da passt es nicht. Deswegen sieht es komisch aus. So muss es sein. Ja, jetzt ist es wieder richtig. So, hier noch ein Satz Zäune, die wir noch brauchen. Da ein und da, dann kann man ja auch nicht, da noch ein und da noch ein, dann kann man auch nicht runterfallen. Ja, das ist wichtig, nicht, dass du, ne, und so. Ja, weh. So, kann ich jetzt hier drunter lang? Ja, da kann ich drunter lang. Perfekt. Und hier beginnt jetzt die nächste Plattform. Also beziehungsweise jetzt die finale Plattform.
Die beginnt dann jetzt hier. Das wird dann mein Wohndomizil. Also da. Das muss ja nicht ganz so groß sein als Wohnung selbst, aber. Ah, jetzt habe ich Slab falsch gesetzt. Weg damit. So. Da kannst du halt nichts draufsetzen, dann, wenn du die nimmst, ne? Ja, Als doch, kann ich Boden. schon, natürlich. Ich habe die auf die richtige Höhe gebaut. Ah, okay. Ah, ja, okay. Ich darf es also auf die, wenn ich den unteren, ich habe ja den oberen genommen, der Slabs, Ja, okay. Geht's ja. dann geht es. Aber das ist trotzdem auch. Also ich meine, so in der Küche kam mir das entgegen, ne? Weil ich das als Arbeitsfläche dann, weißt du, ist dann ja offen, wenn du da so Wolle drauflegst. Ja. Aber ich bin da manchmal echt noch ein bisschen am Kämpfen, nur mit dem ganzen Material. Denke ich mal, warum will das nicht so, wie ich das gerne Das glaube ich wohl. So, die fallen jetzt gerade runter. Das ist auch nicht schlimm. Hier noch. Ach komm, eine Reihe mache ich hier noch dran. Na, wieder falsch gesetzt. Vor allem die Slabs, die bauen sich so gerne mal eine Etage tiefer. Also den unteren. ja. So, hier noch. So. So, und Mach da ich es willst du ganz dann jetzt aber runter. hier auch so eine, ist normal, genau. Ja, hier kommen Fenster rein. Da so ein Fenster. Hier noch so ein Panoramafenster mit Blick auf das Villagerdorf. Ja, da wohnt zwar keiner mehr, aber sieht abends toll aus, wenn es beleuchtet ist. Ja. Ist das schon wieder unsymmetrisch geworden? Ja, das ist schon wieder unsymmetrisch geworden. Das Das ist gibt's doch unser, nicht. ja, das ist unsymmetrisch auf Das jeden Fall. gibt's doch nicht hier. Obwohl, ich lasse es jetzt so. Das ist mir jetzt auch egal. Komm, weg, weg, weg. Hier kommen ein paar bodenhohe Fenster rein. Da und da. Hier, ach, ich glaube, hier mache ich wirklich ein komplettes Panoramafenster. So. Da muss ja noch eins hier oben drüber, ne? Genau. Aber hier mache ich jetzt auch rote Fenster rein. Da habe ich mir noch ein paar Scheiben gemacht. So. Darf schon auch sein. So. Leiter brauche ich noch. Eine Leiter. Komm mal ganz fix. Ich nehme mal kurz den Block hier mit nach oben. So. Schwupp. Problem. Der Block. Wo soll er hin? Der soll. Warte mal kurz. Jetzt habe ich zwei. Wieder habe ich jetzt zwei Werkbänke. Ach, ich habe die unten abgebaut. Genau, das war's. Die packe ich doch dahin. Jetzt eine Leiter. Da oben hast du. Ah, nein, nein. Das war falsch. Das So. war auch falsch. Nochmal. So, so, so. Und da noch einen hin. Drei Leitern. Perfekt. Yep, komm her. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich setze hier mal ein paar Fackeln hin, ne? Das ist Sonst gut. Das ist sehr kriegst gut. du gleich ungebetene Gäste, die dann was Unschön. von dir wollen. Ah, jetzt muss ich kurz gucken. Da wollte ich hochgehen können. So, die Tür fehlt noch. So, eine Druckplatte für die Tür. Eine Holzdruckplatte. Das stört mich immer noch, dass die Holzdruckplatten. Dass die Farben nicht anpassen, ne? Ich finde es auch. Ich Genau. meine, andererseits, ich habe dann unten, ich habe das ja in der Küche auch gedacht, und dann habe ich gedacht, ne, es ist vielleicht wie so eine Fußmatte wenigstens. Weißt, mit Fantasie ist es halt eine Fußmatte. Ja, okay. Passt dann farblich vielleicht nicht. Aber es wäre schon schön, wenn das noch angepasst werden würde, ja. Ist wie Absolut. mit den Leitern, die sind ja auch nicht farblich unterschiedlich und Ja. so. So, jetzt habe ich eine rote Glasscheibe zu wenig. Das war natürlich klar. Bauen. Ja, und dann. Ach, ich habe das Ding hier stehen inzwischen. So, schwupp. Und einmal roter Farbstoff in der Mitte. Das kommt mal wieder alles zurück. Mir fehlt auch noch Und. eine, also. Ja, ich. Jetzt hatte ich. So habe ich das rote Glas. Da ist es. So. Nehmen wir uns noch einmal Glasscheiben.
Und dann Da sind ist wir auch es. schon wieder bei 20 Minuten Oh angekommen. ja, genau. Und dann würde ich sagen, Ja. ja, beenden wir die Folge hier. Ja, machen wir im nächsten Part weiter. Genau, wir sehen uns dann wieder. Bis Jo, bis dann. denn dann. Ciao, ciao. Tschüss.